Geht das schon los? Ja. So, meine lieben Knechen, hallo und ein herzliches Willkommen bei meinem Schlapptop und zu einer weiteren Folge The Sign. So, es geht ja nicht weiter. Ich muss mich mal ganz kurz ordnen. So, gehen wir erstmal in den Chat hinein, dann kriegen wir das mal irgendwie vielleicht auf die Kette. So, Janek, alles okay bei dir? Melde dich bitte, mach uns Sorgen. Weil er sich nicht mehr gemeldet hat, ne? Sind wir mal gespannt. Ich merke schon wieder, es hängt wieder alles ein bisschen. Also heute läuft das Spiel wieder so ein bisschen sneaky hier gerade. Das ist sehr schlecht, wenn das Spiel so langsam läuft. Alter. Ah, danke schön. Fuck, Tom G. Unsere Schwester. Ich hab meinen Ex erreicht. Ist gut. Hi Daniel. Hey Hanna, was geht denn? Kommt dir diese Person irgendwie bekannt vor? Nö. Noch nie gesehen. Du, bin gerade am Zocken, das ist irgendwie wichtig jetzt gerade. Absolut, schau dir das mal an. Sie heißt Tina und es ist völlig irre. Sie stalkt mich. Ich glaube, sie ist eine Gefahr für mich und meine Familie. Fuck. Die Katze von Torben wurde gestern vergiftet. What? Und Silvias Auto wurde vor ein paar Tagen mit Graffiti verunstaltet. Kann man das groß machen? Nee, kann man nicht. Schade. Ach, und ich hatte gestern Abend so einen seltsamen Anruf. Ich hörte nur, wie jemand atmet. Hab dann irgendwann aufgelegt. Ja, ist ja auch langweilig, ne? Denkst du, das hat alles was mit ihr zu tun? Oh mein Gott, ich befürchte ja. Oh. Danke für die Info, ich melde mich wieder. Du kannst doch jetzt nicht so einfach gehen. Okay, pass auf dich auf. Gib mir sofort Bescheid, wenn du mehr weißt. Das ist einer der Autoren von diesen Spielen. Mhm. Wisst ihr, dieser Daniel ist einer dieser Autoren von diesen Spielen. Er hat 7 tödliche Offenbarungen geschrieben. Kann es sein, dass er auch 4 fast geschrieben hat? Auf jeden Fall die 7 Teile hat er geschrieben, eben halt das auch. Und er ist der Bruder von der Lina. Jetzt habe ich aber gepetzt. Ich persönlich habe noch nie was mit ihr zu tun gehabt, aber ich kenne das, sowas weiß man eben halt, ne? Sie schreckt offenbar vor gar nichts zurück. Ich hab noch mal einen halben Burger im Mund. Die Alte ist geisteskrank. Und eins steht jetzt fest. Das Ganze steht in irgendeiner Verbindung zu meiner damaligen Clique. Nur was treibt sie dazu, solche Dinge zu tun? Ich halte diese Ungewissheit nicht mehr aus. Ich habe heute Abend um 19 Uhr ein Termin auf der Polizeiwache. Dann wird diese irre Bitch endgültig weggesperrt. Ja. Und wir erfahren hoffentlich, was in ihr vorgeht. Ich werde jetzt versuchen, Silvia zu erreichen, deren Auto besprüht wurde. Mach das bloß. Oh, warte mal. Mach das bloß. Daniel hat mir gerade die Kontaktdaten geschickt, dass er sich auch nicht mal umnennen lässt, ne? Also, dass er direkt so da, ich bin Daniel und ich melde mich bei dir, wenn es was Neues gibt. Vielleicht ist es ja auch wirklich ihr Ex. Alles möglich. Ja, es läuft wieder langsam. Ja, Emilia. Es tut mir leid.
dass ich das jetzt erst melde. Ich war die ganze Nacht wie gelähmt vor Angst. Ach ja, stimmt. Die hatte diesen Geist ja gehabt, ne? Oder sie hat den Film ja gesehen. Verständlich. Also, ich konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Verständlich in mir. Ich kann es selbst noch nicht fassen. Trotzdem hättest du kurz schreiben können, nach dem Schock gestern. Nix sagen. Na komm. Sie hat uns ja irgendwie auch geholfen, ne? Ach, man hört vielleicht wieder die Nachbarn. Dum bum. Nachbarmusik. Die Kinder stampfen durch die Wohnung. Ich verstehe es nicht. Wieso ich? Ja, wieso ich? Ich habe das Gefühl, den Verstand zu verlieren. Wie ist das alles überhaupt noch möglich? Und die Frage ist, wie kommst du an das Video? Von ihrem beknackten Bruder wahrscheinlich. Werde ich jetzt bald auch sterben? Ja, wirst du. Keine Sorge. Ich habe absolut keine Erklärung dafür. Jetzt erstmal ganz ruhig, Emilia. Warum kann man nicht schreiben? Doch, ja, doch. Ist gut möglich, dass du von uns gehen wirst. Aber heute ist mein letzter Tag, hey. Ich gehe vor dir. Ich wollte diesen verfluchtes Video niemals sehen. Das ist einfach nicht fair. Das Video sucht sich jetzt aus, wer vorher geguckt wird. Von wem es geguckt wird. Ich hatte keine verdammte Wahl. Du hast es mit eigenen Augen gesehen. Ich war gerade eingeschlafen, als der Fernseher plötzlich anging. Es war nur ein Rauschen zu sehen. Ja, sagtest du ja bereits alles schon. Ja. Doch dann erschien dieses Mädchen. Es war so verstörend. Als wäre sie in mein Fernseher gefangen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin, mit Kamera anmachen, Kamera ausmachen. Es schien, als wollte sie mit aller Gewalt entkommen. Vielleicht werden wir auch bald alle in den Fernseher eingefangen. Und dann dieser leuchtend rote Kreis. Ich war hypnotisiert. Das ist Sauron gewesen. Es war so schrecklich. Ich konnte einfach nicht wegsehen. Kann man irgendwie auch nicht, ne? Oh Gott. Und dann kam dieser Anruf. Und da bist du bestimmt nicht angegangen, richtig? Weil wir geschrieben haben, geh nicht ans Handy. Es passierte alles von alleine. Ich habe das Handy nicht mal in die Hand genommen. Upsi, pupsi. Ja. So holt sich der Geist mit Gewalt seine Opfer, wa? Und ab diesem Moment sah ich plötzlich diese schrecklichen Dinge. Ich hätte dich da niemals reinziehen dürfen. Soll ich dich wieder in unsere Gruppe hinzufügen? Hast du schon mit jemandem darüber gesprochen? Was für schreckliche Dinge. Wir machen das einfach nur, weil ein Stern gewesen ist. Erst waren da diese Krabbeltiere überall im Zimmer. Dann plötzlich Stromausfall. Und dann waren da die Geisterhände an meinem Fenster. Und Krabbeltiere halt, ne? Ich fühle mich gerade so einsam und hilflos. Timon meinte, ich wäre jetzt endgültig verrückt geworden. Ja, Timon, der ist ja auch hier der Kifferboy hier. Ne? Und mein Vater darf es nicht erfahren. Vielleicht solltest du ihm das aber trotzdem sagen. Nicht jetzt. Wobei, er hat den Scheiß ja selber gesehen, ne? Ja.
Das würde ihn davon ablenken, Serenas Mörder zu finden. Ah, du hast recht. Mir läuft die Zeit davon. Du darfst deinen Vater nicht vorenthalten. Genau, das sehe ich nämlich genauso. Weil er kann ja ermitteln. Und vielleicht spornt die das ein bisschen an, noch härter zu ermitteln. Noch besser zu ermitteln. Einfach mal der Beste zu sein. Einfach mal seine Polizeiuniform auszuziehen und das große S auf der Brust zum Vorschein zu bringen. Das ist richtig so, Herr Strasser. Seien Sie kein Frosch und machen Sie das endlich mal. Ich weiß gerade nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Ich bin gerade erst 17 geworden. Ich will nicht sterben. Ja, wer will das schon? Ich auch nicht. Oh Gott. Ich jammer dich voll und für dich ist heute der 7. Tag angebrochen. Tomji. Ja? Kein Problem, ich habe total Lust auf Sterben. Sterben finde ich cool. Mache ich morgen wieder. Ihr schafft es, oder? Wäre gut. Ihr findet Serenas Mörder, nicht wahr? Versprich mir, dass du diesen Tag überlebst. Das kann ich leider nicht. Wie sich das wohl anfühlen muss, ne? Wenn wirklich der letzte Tag kommt. Ich glaube, ich würde essen. Ich würde einfach richtig, richtig essen. Alles essen, was geht. Alkohol saufen ohne Ende. Ich glaube, ich würde mich ins Koma schießen und lass sie doch kommen. Ne. Henry Forts. Henry, Emily ist etwas Schreckliches widerfahren. Nun sende das. Bup, bup. Oh. Ich schaue es mir sofort an. Einen Augenblick. Ja, Henry. Und was sagt der Ghostbuster Superstar hier? Ah. Oh, nicht der. Moin, mein Junge. Hier ist das versprochene Foto vom Essen. Rinderfilet von Vatern. Ja. Ja. Wer hat hier eine Alkoholphobie? Ja. Sieht super lecker aus. Und das hast du wirklich ganz alleine gezaubert. Ja, Moderns Kochbuch hat aber geholfen, ne? So muck wie das ja hier. Modern sagt wie das geht und ich muck das einfach so. Das hab ich und Modern musste keinen Finger rühren. Das war wirklich ein richtig geiler Abend. Modern geht es viel besser. Natürlich irgendwo da drinnen, wo man das die Seele nennt oder was weiß ich was. Ne? Nach dem Fressen hab wir dann uns noch köstlich amüsiert und was hab wie lecht. Ich muss gestehen, die erste Bordel Wien hätten wir schon zur Vorspeise getrunken. Aber auf jeden Fall haben wir uns angesüßelt. Auf jeden Fall hätten wir uns besüppelt. Das kuriose Rezept aus dem Internet noch angeschaut. Wir haben Tränen gelocht. Kuriose Rezept? Jetzt bin ich aber neugierig. Bestimmt hat sich da irgendwie so Magic Mushrooms reingehauen oder so ein Scheiß. Wetten. Das darf man eigentlich niemandem vertellen. Die Hauptspeise empfehle ich. Nun komm, ich säg die dort. Was ist denn dort? Mit Raclette überbacken, was? Mit Raclette-Käse überbackener Käse. Oh, das ist ja mal lecker, Alter. Das ist ja der Hammer. Ich schwöre, ich würde es essen. Ich liebe das. Gebackener Käse, Alter. Boah. Jo. Und was dafür denn auch noch, ne? Da geift das immer Wein zum Käsepost immer. Oh, mein Spiel ist fertig. Muss zum Käse geift in der Wein. Nee. Das gibt noch hier ein bisschen Würst und noch dieses mexikanische Zeug. Dort ist immer, brennt immer beim Pischen dann noch.
Ich schwöre, der Käse wäre geil. Wieso? Aber wen stört denn schon Tequila, wa? Ach so, der Raclette-Käse. Ach, das wird einfach, das wird einfach total lustig, du. Warten oben mit deiner Mutter. Aber nun muss ich gestehen, ich kann das nicht mehr mit dem Süppen. Das haut bei mir nicht mehr so hin. Und bei den Muttern auch nie. Nach der zweiten Flosche hätte er dann leider bei uns ganz schnell die Müdigkeit eingesetzt. So, und dann sind wir einpennt. Hopf uns mit dem Utschluppen. Aber Mutter hat gestrigen Abend so richtig gut getan, mein Junge. Ich sehe sie dort. Und gleich beim Frühstück hab wie eine weitere Überraschung für sie. Aber das soll sie dir lieber selbst vertellen. Sag mal, hast du nicht Lust, uns mal wieder zu besuchen zu bekommen, mein Junge? Dann würde ich auch Kenner fragen. Ja, das kriegen wir hin. Ja, wenn ich heute den heutigen Tag, wir stehen gerne morgen. Lass uns für kommende Woche, ja, komm. Warte. Tut mir leid, Paps, aber ich kann momentan wirklich nicht. Na komm, rutsch rüber. Wenn man keine Maus dabei hat, das ist echt ziemlich schwierig, ne? Den Toch übersteh, mein Junge. Was hältst du vor, ey? Ach so, versteh. Da ist ja was in deiner Universität. Ne, damals habt ihr das anders mogt. Ne, das geht. Wir habt ja auch immer Tequila in den Kopf geschippt. Muck die King Kopf. Du schaffst das schon, mein Junge. Aber bevor ich das vergede. Den Modern hat Dr. Leutner gesehen. Haben wir ihn eigentlich verdächtigt? Ich meine ja, ne? Ich muss sagen, den gibt's heute ja schnell wieder ab. Ah? Dann war dann wohl so ein Arm doch nicht gebrochen. Was? Wie hat's ihn getroffen? Wo hat sie ihn gesehen? Warte mal. Ja, beim Eik. Das ist wirklich interessant zu wissen. Wo hat sie ihn gesehen? Wann hat sie ihn gesehen? Und als ob Dr. Leiter nicht wissen würde, dass unsere Mutter uns das vertellen wird, ne? Wir snacken doch immer zusammen. Das muss gestern gewesen sein. Mittags. Den Mutter mag ihn irgendwie nicht so. Sie finden ihn irgendwie nicht so ganz normal. Ich halte mich doch wie immer ruhig. So, mein Bruder, ich muss nun los, mein Junge. Man hätte mal echt alle drei Fragen fragen können oder so, ne? Alle drei Antworten geben können, weil alles sehr, sehr interessant ist. Wann hat sie ihn getroffen? Wie hat sie ihn getroffen? Zwischen den Augen. Und, nee, alles, das war alles interessant. Also macht ihn das noch verdächtiger. Der Leitner. Es ist noch schlimmer, als ich da befürchtet hatte. Das Geistervideo, der Anruf, alles fängt an, sich zu verändern. Sarinas Macht nimmt ungeahnte Ausmaße an. Sie ist bereits in der Lage, ein beliebiges Opfer heimzusuchen. Das ist unglaublich beängstigend. Aber wieso gerade Emilia? Weil sie uns geholfen hat wahrscheinlich. Inwiefern beängstigend? Emilia hat uns geholfen, an Serenas Akte zu kommen. Serena möchte sie zwingen, uns weiterzuhelfen. Verstehst du? Sie ist dabei, weitere Opfer zu suchen. Ja, so gut, ne? Je mehr Menschen sie mit diesen fürchterlichen Fluch belegt, desto größer die Chance, dass ihr Mörder zur Rechenschaft gezogen wird. Und dabei wird sie selber dann zur Massenmörderin, wa? Vielleicht war Emilia erst der Anfang. Weißt du, welch ein Unheil Serena mit solch einer Macht anrichten könnte? Ja, ich kann es mir vorstellen. Das könnte unvorstellbare, schreckliche Dimensionen erreichen.
Was willst du damit sagen? Das hört sich nicht gut an. Du machst mir gerade Angst, Henry. Naja, mit Angst habe ich bald nichts mehr zu tun. Ach, komm schon. Ja, genau. Ziemlich schwer. Jetzt stellen Sie sich mal so eine Großleinwand vor, so wie jetzt zum Beispiel in Amerika die ganzen TV-Leinwände, die an den Hochhäusern dran kleben, wo die Werbung zeigen und so ein Video auf so einer Leinwand. Herzlichen Glückwunsch. Stell dir vor, Serenas Macht erlaubt ihr, auf beliebigen Medien zurückzugreifen. Oder noch schlimmer. Upsi, pupsi. Serena wäre in der Lage, das Todesvideo über das Internet zu verbreiten. Ja, das wäre schon schlimm. Instagram, Facebook, Twitter. Einfach alles. All dies gab es zu meinen damaligen Zeiten als Geisterjäger doch noch nicht. Ja. Sie könnten in kürzer Zeit Unmengen an Internetnutzern mit dem Fluch belegen. Nicht auszudenken, wie viele Menschen dadurch sterben könnten, sagte ich doch, Massenmörderin. Verdammt, uns bleibt einfach keine Zeit. Wir müssen dem schnellstmöglich ein Ende bereiten. Bevor meine Befürchtung sich zu bewahrheitet. Sich bewahrheitet, nicht sich zu bewahrheitet. So. Kinderchen, ich denke mal, wenn wir jetzt in den nächsten Chat reinspringen, werde ich die Aufnahme beenden wollte. Ich glaube nämlich, das war, reicht nämlich voll. Was ist hier los? Oder hängt das Spiel wieder? Aha, okay, Kinder. Oh, Yannick, ne? Ich weiß auch gar nicht, wie viel Zeit wir jetzt rum haben. Ich gehe mal ganz kurz duschen. Kann ich überhaupt duschen? Warte, ich guck mal eben. Nee, kann ich gar nicht sehen, ne? Oh. Ah. Gut, Kinder. Wir machen das beim nächsten Mal einfach. So, wir sehen uns. Vielen Dank fürs Reinschalten und...